sechste Runde. War alles für. Hallo aus Köln, hallo vom Geißbockheim. Heute heißt es wieder Jungböcke on Tour, denn die U19 spielt morgen gegen Werder Bremen im DFB-Pokal. Erste Runde, letztes Jahr haben wir ja gewonnen, mal gucken, ob das dieses Jahr wieder gelingt. Jetzt ist es nämlich erstmal die erste Hürde. Aktuell noch Abschlusstraining auf Platz 1, da wo normalerweise die Profis trainieren. Und dann fahren wir gleich auch schon nach Bremen. Morgen aus Bremen, guten Morgen von der Galopprennbahn Bremen. Hier sind wir nämlich im Hotel untergekommen. Heute ist Spieltag, DFB-Pokal der Junioren. Unsere U19 vom 1. FC Köln hier zu Gast beim Werder Leistungszentrum gegen die U19 vom SV Werder Bremen. Gestern Abend sind wir gegen 19 Uhr angekommen, haben dann noch schnell eine Videositzung gemacht, Gegnervorbereitung. Dann ging es zum Abendessen, dabei konnten wir noch die zweite Halbzeit alle zusammenschauen vom Topspiel Bayern gegen Gladbach. Und dann ging es aber nach einer Runde Tischkicker auch schon ins Bett, denn heute geht es ja früh los, 11 Uhr ist Anpfiff. Ich nehme euch hier natürlich mit, straffes Programm also am Morgen mit Frühstück und Hotel-Checkout, Busfahrt noch zum Spielort. Also jetzt erstmal ab zum Frühstück und dann ist Game Time. Wir sind jetzt hier am Platz und tatsächlich habe ich hier ein paar mitgereiste Fans gefunden. Also erstmal, hier gibt es ja nicht mal Kaffee. Was bringt euch zu dieser langen Reise? Ja, wir unterstützen ja schon seit letzter Saison die U19, sind halt immer gerne auf langen Reisen dabei und das war für uns auch selbstverständlich, dass wir natürlich hier hinkommen. Und was tippt ihr fürs Spiel? Schwer. Ist vermeintlich kleiner Gegner. Ich hoffe, dass wir eine Runde weiterkommen. Ich sag so 2-0. Ja, erste Runde überstehen, Ergebnis ist irrelevant. Hast du auch noch einen Tipp? Hauptsache weiterkommen. Genau. Jawohl. Go!
Jonas. Jonas, raus! Raus, Mann! Raus! Ja! Ada. Alles gut? Ja, ja. Ihr hättet es ja nicht so spannend machen müssen, ne? Gut, super. Stark, gut. Jungs, was sagt ihr zum Spiel? Eigentlich haben wir die ganze Zeit, also wir waren eigentlich die ganze Zeit besser so, haben vorne keine Tore gemacht, dann hinten gefangen so. Aber insgesamt dann haben wir das eigentlich ganz gut runtergespielt. So. Ja. Neo 5-3 nach Verlängerung gewonnen. Wie fällt dein Fazit aus? Ich sage, wir können das schon früher entscheiden. In der ersten Halbzeit, wenn wir alle Chancen nutzen. Aber wie wir das dann auch zum Schluss wegverteidigt haben in der regulären Spielzeit, war dann schlecht oder war nicht gut. Schlussendlich haben wir es dann in der Verlängerung entschieden, was dann auch gut war. Und wie wir auch das dann so wie mit unserer Grundleistung abgerufen haben, war also dann schlussendlich gut. Gute 5-3 nach Verlängerung gewonnen, eine Runde weiter. Ist das so das, was du aus diesem Spiel auch mitnimmst, Hauptsache weiter? Ach nee, eigentlich nicht. Ich habe einen großen Fight gesehen, auch von dem Gegner. Es geht viel um Mentalität, ging es heute, und haben die Jungs angenommen dann Mitte zweiter Halbzeit und auch in der Verlängerung. Ich glaube, verdient gewonnen. Klar, mussten wir schon in der ersten Halbzeit das Spiel für uns entscheiden, aber so ist dann auch der Pokal, und darf man auch nicht die Leistung des Gegners schmälern. Die haben es gut gemacht, und von daher, ich glaube, verdienter Sieger, nächste Runde, Mund abputzen und freuen uns auf den nächsten Gegner. War ein geiles Spiel. Zwei Tore, ne? Ja. Bist du zufrieden? Fall. Hauptsache eine Runde weiter, ne? Ja, danke schön. Das ist wichtig, ne? 5-3 gewonnen. Die Jungböcke sind eine Runde weiter. Unsere 19 hat es also geschafft. Mit Verlängerung 5-3 gewonnen gegen Werder Bremen. Und ja, ein super intensives Spiel. Ich für meinen Teil bin sehr geschafft. Die Verlängerung hätte es dann nicht noch gebraucht. Ihr seid auf jeden Fall jetzt gefragt, indem ihr hier Feedback in den Kommentaren da lasst. Like, Abo wie immer. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Jungböcke on Tour.